Hey meine Freunde, willkommen zu Quantum Break. Wir reden mit Sophia. Okay, was gibt's? Mit Sophia, mit Beth. Was wegen des Plans. Wenn Emeril die Maschine zum Laufen bringt, dann reisen wir einen Tag zurück und machen alles rückgängig. Jack, in dem Video hat Will gesagt, dass die Gegenmaßnahme am 4. Juli 2010 aus seiner Werkstatt gestohlen wurde. Und zwar von mir. Vielleicht stimmt das, Jack. Wir haben eine Zeitmaschine. Also gehen wir in das Jahr 2010 und stehlen sie. Wenn Will recht hatte, würde das keine Veränderung bedeuten. Wir schnappen uns die Gegenmaßnahme, bringen sie in die Gegenwart, schließen den Riss und retten die Welt. Okay. Klingt ja einfach. Warum genau sollte das ein besserer Plan sein, als einen Tag zurückzureisen und zu verhindern, dass all dies überhaupt geschieht? Weil ich befürchte, dass wir überhaupt nichts ändern können. Die Vergangenheit ist bereits geschehen. Wir können sie nicht ändern. Mit meiner Methode müssen wir das aber auch gar nicht. Ich weiß nicht recht. Ich finde, mein Plan klingt irgendwie einfacher. Lass uns einfach die Maschine zum Laufen bringen. Ja, egal, dann halt nicht. Mal sehen, wie weit Dr. Emeril mit der Zeitmaschine ist. Ja. Bin ich ja mal gespannt, ob sie irgendwie einen Fortschritt erreicht hat oder so. Boah, es blendet. Wo ist sie denn? Da. Ist unsere Sophia. Hallöchen. Wie sieht's aus? Das Problem ist eigentlich simpel. Das Leistungsrelais ist ausgefallen. Sie müssen eine Möglichkeit finden, es wieder zu aktivieren. Dort, wo das Lämpchen leuchtet. Ich werde Ihnen die Leiter herunterlassen. Was ist mit dem Leistungsrelais passiert? Heute Morgen um 7 Uhr gab es einen Stromstoß, als die Maschine aktiviert wurde. Okay. Die Konsole hier hat 2 rote Lichter und 1 grünes. Sie müssen den Strom für die beiden Stationen mit den roten Lichtern zurücksetzen, bevor Sie das Relais wieder einschalten können. Beide Stationen befinden sich über der Maschine. Folgen Sie einfach den Kabeln zu den roten Lichtern. Über der Maschine. Der perfekte Ort für einen Reset-Schalter, Will. Bin ich richtig, wenn ich hier lang gehe? Über der Maschine, über der Maschine. Nein, wir sind nicht richtig. Hä? Was wollen die genau von uns? Ich blick's nicht. Aber gut, wir gehen nochmal da hoch, kurz. Weil wir nämlich da rum müssen. Okay, so. Der erste Schalter ist da oben. Da. Okay, das erste rote Lämpchen ist jetzt grün. Gut, nur noch eins übrig. Ich weiß nicht, ob Sie das zweite so erreichen können. Vielleicht müssen Sie runterklettern und auf die andere Seite der Maschine gehen. Ja, das würde ich auch sagen. Da müssen wir runter. Da irgendwo hoch. Hä? Okay, wir gehen auf jeden Fall mal runter. Wir müssen irgendwo da oben hoch. Also da oben auf den Rand. Jack, das musst du dir ansehen. Hä? Was? Ich meine es ernst, Jack. Es ist ziemlich heftig. Hä? Das ist doch wohl ein Scherz. Was ist das? Das sind meine ganzen Sachen aus unserem Elternhaus. Oh. Er hat alles aufbewahrt. Wahrscheinlich dachte er sich schon, dass du zurückkommen wirst.
Jack? Was ist? Toto. Das ist meine Unterschrift. Das ist von dir? Und ich bin noch nie hier gewesen. Du bist die Frau auf dem Bild, oder? Und... Jack. Ich muss dir was sagen. 1999. Ich war 8 Jahre alt und spielte hinter dem Haus, als eine Frau kam und erzählte, sie sei aus der Zukunft. Sie gab mir sehr genaue Details über Ereignisse, die auftreten würden. Sie gab mir das. Voller Daten, Ereignisse, voller Beweise. Jack, diese Frau... Das warst du? Alles, was ich mir selbst erzählt hatte, trat ein. Jedes Detail, ob gut oder schlecht, passierte und konnte nicht verändert werden. Unser Schicksal ist für uns festgelegt, Jack. Alles, was uns hierher brachte, jedes Opfer, das wir erbracht haben, alles war ein Teil dieses Wegs. Das ist nicht zu ändern. So ist das. Beth. Aber wenn wir diese Zeitmaschine betreten, siehst du es mit eigenen Augen. Okay. Wenn du dir sicher bist, zu wissen, wie das alles funktioniert, dann können wir es auf deine Art versuchen. Man wohl hochklettern. Wo hoch? Ah. Ah. Okay, jetzt habe ich es kapiert. Warum musste dein Bruder Wartungsbedienelemente da oben an? Vorsichtig. Oh, natürlich. Verdammt. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Wird nicht passieren. Okay, los. Alles klar, alle Lämpchen sind grün. Locker flockig. Kronon-Niveau ist stabil. Die Diagnose gibt keine Fehler aus. Das könnte wirklich klappen. Es ist soweit. Sie ist tatsächlich einsatzbereit. Das hat funktioniert. Kommen Sie wieder runter. Bin dabei. Okay, los geht's. Ich gebe das Datum in die Konsole ein. 4. Juli... 2010. Bereit? Nein. Du? Klar. Das ist es. Es gibt kein Zurück. Hey, warte, warte! Was haben Sie getan? Das war die falsche Tür. Sie haben das Datum geändert. Wo ist sie? Wo ist sie? Ich hatte keine Wahl. Sie durften die Gegenmaßnahme nicht bekommen. Es hätte unseren Plan gefährdet. Ich habe Monarch bereits kontaktiert. Sie sind auf dem Weg. Es ist vorbei. Was haben Sie getan? Fuck! Wir brauchen die Gegenmaßnahme für das Rettungsboot. Ich halte mich an den Plan, fessle sie und verschwinde dann so weit weg wie möglich. Werde ich. Aber pass bitte auf dich auf, Jack. Okay? Hätten wir doch dem anderen vertraut. Hätten wir uns das jetzt ersparen können. Vielleicht. Oh,
Was geht eigentlich gerade ab? Ein voller Drogentrip irgendwie gerade. So, jetzt sind wir einmal drum rumgelaufen und jetzt müssten wir im Jahre 2010 sein. Ihre erste Reise in die Vergangenheit. 2010. Ab hier sind unsere Aufzeichnungen vage. Sie wissen, wie es ausgeht. Ihr Ziel war es, bei Ankunft die Gegenmaßnahme zu holen. Aber mein Ziel musste warten, denn ich war nicht allein. Was ist hier los? Seit wann hat Will ein Graffiti-Workshop? Im Jahr 2016 war nichts von dem hier. Abgeschlossen. Und ich muss wissen, was es mit den Schüssen auf sich hat, bevor ich von hier verschwinde. Was zum... Hier ist jemand. Hä? Was geht hier ab? Oh nee, das ist jetzt die Beth. Oh, das ist die Beth. Beth? Ich bin's. Hey, 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 hey. Was ist denn passiert? Also dann, jetzt gibt es kein Zurück. Jack? Dr. Emeril hat mich in die Zukunft geschickt. Ich musste monatelang kämpfen, um einen Weg zurückzufinden. Ich war nicht die Einzige. Halt! Ich bin ihm gefolgt. Er stellte Wills Maschine auf 1999. Den ersten möglichen Ausgangspunkt. Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen! Alles okay. Hey, alles okay. Ach. Alles okay. Ich bin ein Freund. Wer sind Sie? Ich bin Beth Wilder. Es gibt da was, das Sie wissen müssen. Du bist der Grund für die Gegenmaßnahme. Und seitdem bist du hier. 11 Jahre lang. Warum? Warum kamst du nicht zurück? Machen wir uns bereit. Wir haben nicht viel Zeit. Okay. Sie hatte sich verändert. Und in ihren Augen war eine gewisse Schwere. Sie verbarg etwas. Das tat sie schon immer. In Ordnung. Unsere Upgrades können wir auch mal wieder abchecken hier. Wir haben 3 Punkte. Zeitliche Flaschen heißt es, okay. Das nehmen wir mal hier. So, 1 Punkt haben wir noch. Pff. Was sollen wir da nehmen? Lohnt sich ja nichts. Deswegen lassen wir's. Ich werde die Tür entsperren. Also, wo ist Will? Wo ist die Gegenmaßnahme? Die Gegenmaßnahme ist in Williams Labor. Da, wo er sie gebaut hat. Dann gehen wir dorthin. Ja, das war der Plan. Ich muss das nur öffnen. Meine Sachen sind oben.
Wir müssen sie holen. Es gibt so viel, was du nicht weißt. Was du nie gesehen hast. Ich habe nicht mehr daran geglaubt, dass du jemals kommen würdest. Tja, jetzt sind wir hier. Ich weiß, ob ich mich auf dich verlassen kann. Ich habe dir mal gesagt, dass unser Schicksal bereits vorgegeben ist. Das glaube ich immer noch. Mehr als jemals zuvor. Ich mache mir nur Sorgen darüber, was es bedeutet. Dass wir es zu Ende bringen. Benötigst du etwas Ausrüstung? Nimm dir, was du brauchst. Der Rest fliegt in den Fluss. Zusammen mit all dem anderen Zeug, das ich mitgebracht habe. Das ist etwas übertrieben. Meine Zeit hier ist abgelaufen, Jack. Ich muss meine Anwesenheit auslöschen. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Ah, nee, wir nehmen lieber das leichte Maschinengewehr. Das ist nice. Ja, wir sind bereit. Aber. Okay. Die Gegenmaßnahme ist in Wills Labor. Wir finden sie. Bereit sind wir noch nicht jetzt, sondern erst in der nächsten Folge. Wir sehen uns. Setzen die Maschine ein und tschüss. In die Zukunft zurück.